Alter, ist das heiß, ey. Leck mich am Arsch. Ja, direkt in der nächste Vlog. Let's go. Vlog, Vlog, Vlog. Wir haben viel zu erleben. Bram ist gerade hinter der Kamera. Und wir gehen heute kegeln. Ich stehe neben deinem Auto. Mir ist gerade aufgefallen, dass jemand, glaube ich, vor 100 Jahren da mal ein Dollarzeichen in den Stand. Seitdem war der nicht mehr in der Wäsche. Das ist halt einfach so ein Dollarzeichen. Irgendwo, ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß auch nicht, ob man das auf der. Ich glaube, das ist ein Eurozeichen. Das ist das Eurozeichen daneben, ja. Hast du mal versucht zu verkaufen irgendwie? Nee, das habe ich nicht versucht zu verkaufen. Nee, die Sache ist die, seitdem ich in Berlin wohne, fahre ich halt so wenig Auto. Und ich mir jetzt mal denke, so, ja, du musst eigentlich mal zur Tanke fahren. Ich habe letztens nachgeguckt, ich habe dieses Jahr erst einmal getankt. Krass. So bin ich Autofahrer. Kann ich aber nachvollziehen. Und wir haben jetzt schon Juli. Das ist richtig. Und der Tag ist noch halb voll. Ja. Wir gehen heute kegeln in, keine Ahnung, das sieht aus wie ehemalige Zwangsarbeiterlager. Ja, da. Also wir sind an so einem Schild vorbeigefahren. Jetzt geben wir jedem die Möglichkeit, sofort sich vorzustellen. Ich kann mal ganz kurz sagen, wir sind auf die Sekunde pünktlich. Das ist mega, oder? Pünktlich für allerspätestens da sein. Das reicht. Wer bist du? Das geil, wer bist du? Ich bin Paul. Geil. Boah, geiler Content, den du generiert. Wer bist du? Wir werden gerade die Corona-Regeln missachtet. Ich habe diesen Tester gemacht, aber nicht drei Tester drauf gemacht, sondern sechs. Sechs Stück? Das heißt, was heißt das? Der ist doppelt getestet. Oder das? Bam! Oder der ist jetzt falsch positiv. Der Test ist doppelt getestet. Ich habe gehört, wir sind gekommen zu verlieren heute. Das Kegeln. Ja. Es gibt doch bei jedem Pin, den man abräumt, ein Bier, oder? Ja. Die Wahrheit ist, um das mal ganz kurz hier reinzusehen, das verunglimpft den Kegelsport. Okay. Denn Kegelbahnen wurden von Barbesitzern ganz viel gebaut, damit die Leute kommen. Und was hat eigentlich nichts mit dem Kegelsport zu tun. Deswegen ist Saufen und Kegeln, sehen die richtigen Kegler nicht so gerne. Sind wir richtige Kegler? Nein, wir saufen. So, wir sind negativ. Yay, kein Corona. So, auf jeden Fall gibt es jetzt die geile T-Shirt-Übergabe, wurde mir gerade gesagt. Ja, hier ist dein Shirt. Geil. Ich gehe zu meinen Teammates, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Kommt da jetzt nochmal? Was? Also ich dachte, du unterhältst die Leute jetzt noch. Ach so, warte. Wir sind heute hier, um im Kegel-Event zu gewinnen und Team Pietfried da drüben wird verlieren. Wie heißt euer Team? Team Alter... Tornado... Alter... Dickel... Dicker Dildo... Tornado Dicker Dickel Dildo, ja. Wir verlieren! So. Dann bist du auch so ein Power Rangers, möchte ich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Was viele aber nicht wissen ist, Jen und ich gehen danach wieder Espresso Martini trinken. Das sind Bar. Nice. So, stehe ich jetzt kurz dahin. Kurz umziehen. Hallo, ich übernehme jetzt. Also, ich zeige euch jetzt alles. Hier ist der Boris. Boris macht die ganze Zeit Bilder. Hier ist auch schon, ne? Alle am Reinschwitzen. Da der Boomer ist am Start und Flo. Und da hier sehen wir auch schon die Verliererwürfe. Oh. Was ist das denn? Oh, ganz ehrlich, habe ich das gefilmt. Flesk ist im Gewinnerteam tatsächlich. Guckt euch an. Ich schaffe nicht mehr als 7 oder 8. Masse aus. Hopp, hopp, hopp. Oh! Hey, der geht genau in die. Ja, ist gut, ne? Es läuft gut. Hallo. Hallo. Ich mach gerade euren Vlog. Du machst unseren Vlog? Ich mach euren Ram hat dir einfach die Kamera in die Hand genommen. Ja, okay. Ich habe mir jetzt... Oh. Currywurst mit Pommes geholt. Ja. Was halt so was Ähnliches. Ja, und noch mit ein bisschen gesund dabei. Ist ja viel vernünftiger als ich. Ja, aber Pasta gesund ist, weil hier nicht einfach. Ja, doch. Ja, das ja dann lasst es euch schmecken. Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Ja. Ich bringe euch jetzt wieder zu Dennis. Ich glaube, Dennis will weiter flocken. Ihr habt Zeit bis 16:30 Uhr. 16:30 Uhr starten wir Spiel 1. Bis dahin könnt ihr hier einfach im Hintergrund wirklich euch warm machen. Peter, heute wieder nur ein T-Shirt. Wenn du weiter außen bist, musst du weiter rüber gehen. Okay, verstehe. Ja, das ist eine gute Position. Erklär ich, welche Mainz oder was? Los. So, hier sind wir jetzt gerade an der Übung. Peter, wie sieht es aus mittlerweile? Ich bin ziemlich schlecht, ehrlicherweise. Also wirklich? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe jetzt zwei Würfe gemacht. Ja, okay. Beide zusammen habe ich 9 Tomo, Punkte. Tomo ist mich gerade, während er sich ein Bier gönnt, am Coach. Hast du schon mal Kegeln gespielt? Ja, aber ich war im Bowlen gut und ich kann sehr gut kegeln. Aber das geht einfach Hand in Hand. Okay. Ja, der war sehr gut.
gut, Peter. Okay, Peter. Obwohl der recht gerade war eigentlich. Ja, aber der, wenn der auch ein bisschen trudelt, ist gut. Wenn der gerade kommt, scheiße. Ja, aber besser als der Ratte. So, jetzt Mango, auch eines meiner grandiosen Teammitglieder. Oh, das siehst du auch schon wieder. 1A Technik, der Ball geht durch, trudelt ein bisschen und macht den Pfeil. Ich habe mein Team angefeuert und meine Stimme hat sich dagegen entschieden. Aber jetzt, gleich geht's wieder los. Ich krieg das auch nicht weg. Vielleicht ein Stück trinken, ja. Ja, ich hoffe. Gucken wir, Live-Experiment. Voll krass, wenn man dich da nicht gegen räuspern kann. So. So, es ist besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Ich war jetzt dran, ich habe 74 Punkte gemacht, war jetzt gar nicht so kacke. Peter, du musst was machen. War aber auch nicht mega gut. Ja, vorhin hat er einen Feeling dafür gefunden. Ja, ja, vielleicht. Ja? Ja. Bist du auch nervös? Ja, bin ich. Warst du nervös? Alter, Junge. Ey, ganz ehrlich, ich kann nicht erzählen, ich habe mir das Wasser überall runtergelassen. Das glaube ich 100%. Du verstehst, man. Am schlimmsten war die erste Ratte geworfen. Jo. Und dann ist so wirklich so dieser kurze Moment. Aber dein erster Wurf war aber nicht Ratte, oder? Nee, mein erster Wurf war nicht Ratte. Aber der war doch mal schlimmer trotzdem. Ja. Weil die so, die machen einen so, oh Gott, jetzt verkacke ich's. Genau, jetzt verkacke ich's. Und dann aber am Ende, was er einen Push gegeben hat, war dieses, okay, drei Würfe halt für die 14 Punkte. Und dann hat man so, ja, das ist ja realistisch. Ja, kann man ja machen. Aber deine Bewegung war so unfassbar smooth. Das war echt beeindruckend. Ja, Tony hat mir direkt schon wieder gesagt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe am Anfang, das war ganz wichtig, warum ich immer nicht so viel Schuhmatte gemacht, während du quasi in deinem 15 warst. Ja, er hatte mir gerade hier erzählt, na leider erst danach. Ach so. Ich habe am Ende die Hand immer gedreht. Ja, ein ganz kleines Stückchen. Da meinte er, ich die Hand gerade gelassen, hätte ich ziemlich gute Würfe gemacht. Ach, scheiße. Ja, okay, aber dann weißt du es ja fürs nächste Spiel. Ja, aber dann heißt es, generell heißt es wohl, Hand gerade lassen. Okay, ja, versuche ich gleich auch. Aber das ist schwierig. Das ist mega schwer. Aber du darfst keinen, er hat gesagt, kein Effet rennen. Okay. Okay. Ja, gerade räumt, wäre es ganz schön ab. Ah, wobei so krass auch. Punkte auch, hat schon eine Ratte geworfen. Manuna ist ja auch gerade im Arsch. Ja, ich muss danach. Ja, aber du bist bei uns im Team. Achso, aber ich werde sicherlich nicht ihn einholen. Alter, easy. Guck dir den mal an, Alter. Der kann ja gar nichts. Der macht sogar die Bahn kaputt. Ich aber auch nicht. Genau. Und du bist halt krass. Ja? So, Tommy muss fixen. An der Stelle blenden wir den Vlog dann Bilder ein von dir, wo du krass bist. Ja, und nicht, wo du verzweifelt lächelst. Guck mal, der macht sogar die Bahn kaputt. Der kann ja überhaupt nichts lässt. Muss man mal sagen. Oh ja, da kommen die Tränen, glaube ich, auch schon. 70 war ja jetzt doch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, nur drei Leute waren besser bisher. Und ich kann sagen, 70 war jetzt. So, meine Damen und Herren. Alter, verdammt. Aber zu Lara wollten wir jetzt gehen, weil Lara und Peter machen jetzt was richtig Krasses zusammen. Ja, wir teilen uns eine Portion Essen. Chicken Shawarma. Shawarma, das klang erst so, als würde es Shawarma. Das wird rausgeschnitten. Ja, das wird rausgeschnitten, das wird geklebt und dann mag ich auch so einen Buzzer. Entschuldigung, ich hab gerade meine Finger. Noch keiner von euch probiert. Tschüss. Ich will es gar nicht sagen. Strange? Das heißt guten Appetit. Nee, nicht strange. Das war eine komische Art und Weise. Lustig. Nee, auch nicht. Cringe? Nein, auch nicht. Nice einfach. So, wir haben jetzt Runde 2 gerade geschafft. Das sind Telefonnummern. Das ist unser Team. Dynamo Dresden gegen Tetrapack. Und wir haben es gewonnen am Ende. Das war richtig krass. Das war spannend. Das so, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es geskriptet gewesen wäre. Auf dem letzten Wurf hat sich da von allem. Meine Stimme ist komplett am Abkacken, Alter. Das war so geil. Ich finde geil, es war auch dieser Trust da und so. Yeah, wir machen das. Ding gut, lass die Mädels entscheiden, war beste Entscheidung ever, Alter. Ja, das war richtig stark von denen einfach. Manuna richtig gut gemacht. Super stark, bester Mitarbeiter im Team, ey, auf jeden Fall. Wer ist bester Mitarbeiter im Team? Ja, Manuna. Yes. Einfach den Druck standgehalten. Druck standgehalten, nicht die Ratte geworfen, ja. Oder Rinne oder wie auch immer. Keine Nullpunkte. Ja, Alter, also ich bin so excited einfach nur gewesen. Und Patrice hat leider in einem letzten entscheidenden Wurf den Druck nicht schon halten können. Naja. Aber jetzt kommt die Entspannung, weil wir haben den Gesamtsieg schon geholt. Mhm. Ich möchte alle drei gewinnen. Ja, ist okay. Und der Hass ist direkt vergessen. Direkt nach der Spielrunde interessiert es niemanden mehr. Ja, man sitzt brüderlich, vereint zusammen.
außer Mango, der sitzt alleine. Hat gerade keinen Slot. Aber Stuart, wir schließen die Lücke jetzt. Oh. MVPs brauchen keine Freunde. Ich hab meine Kegelkugel. Team 1 hat gewonnen. Gewinner. Nochmal unsere Hymne. Wir haben Gewinner. Na, 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 na. Mo, 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 mo. Dynamo Dresden. Jawohl. Freunde, wir sagen Dankeschön. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Und wir sehen uns vielleicht nächstes Jahr bei Alle Neune Teil 2. Oder ja. Wir müssen unser Titel verteidigen. Und was sagst du dazu? Es war so ein belohnender Abend. Ich habe auch was. Bitte nicht. Aber ich meine, habt ihr doch verdient, ne? Ich hab's nur dank euch. Wir haben das. Wir. Abklatschen. 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 Das sind auf jeden Fall sehr bescheidene Gewinner. Abonniert sie. Solltet ihr jetzt tun. Und falls ihr kein YouTube guckt, dann seht ihr das Video wahrscheinlich nicht. Aber dann guckt ihr mal Twitch zu. Links in der Videobeschreibung. Glückwunsch an uns! Wieso? Wieso? Der unangenehme Uwe gerade. Jawohl, good job. So, jetzt haben wir gerade auch eingeschlagen. Das war's mit dem wunderschönen Kegel-Event Alle Neuen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an die Freude, dass sie uns eingeladen haben. Und wir fahren jetzt gleich nach Hause und werden dann gemütlich schlafen. Und wenn ihr das hier seht, ja, einen Tag später nehmen wir schon wieder Ich weiß, was du nicht weißt auf. Bis dann und tschüss. Ja? Pater, du hast das letzte Wort. Jo, Mann, bye.